Moin Leute, herzlich willkommen zum ökonomischen IQ, euer Kanal für Wirtschaft, Finanzen und Erfolg. Wir haben heute einen besonderen Gast, nicht aus der Ökonomie, sondern aus dem Bereich des Sports, Fußballweltmeister Thomas Berthold. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir wollen über das Thema Erfolg sprechen, über das Thema Fußball so ein bisschen. Die EM ist jetzt gerade im vollen Gange, können wir auch vielleicht kurz beleuchten. Was mich aber interessiert, vielen Sportlern, ob das ein Beckenbauer ist, sag mal, die immer so erfolgreich waren, überall, wo sie hinkamen, auch bei Trainern, ist das so, bei Klopp, kommt irgendwo hin, hat Erfolg, dem wird nachgesagt, die haben ein Erfolgsgen. Kannst du sowas bestätigen? Gibt es so ein Erfolgsgen oder Erfolgsfaktoren, die du so auf den Punkt bringen könntest? Also mit dem Thema Erfolgsgen habe ich mich noch nie beschäftigt. Also Faktoren, das ist ein anderes Thema. Wenn du Profisportler bist, ist natürlich klar, es gibt ja immer als Mannschaftssportler die Ziele der Mannschaft und die persönlichen Ziele. Und da gibt es natürlich Charaktere, die versuchen, immer den maximalen Erfolg zu haben mit der Mannschaft oder auch für sich persönlich. Und ich war auch immer einer so. Ja. Ich habe gesagt, ich will immer gewinnen, den maximalen Erfolg haben. Und dementsprechend musst du auch dein Leben ausrichten. Du musst dementsprechend arbeiten. Du musst im Endeffekt auch die ganzen Begleiterscheinungen, die du so hast im Leben, die musst du ausschalten. Weil du musst dich fokussieren auf ein Thema und kannst nicht eben überall rumspringen. Das geht eben nicht als Profifußballer. Hattest du eigentlich damals einen Plan B, wenn das nicht geklappt hätte? Also ist ja auch wirtschaftlich eine gute Frage. Ja, gute Frage von dir. Bei mir war es so, ich hatte ein Stipendium in New York, Columbia. Und hatte aber schon einen Arbeitsvertrag vor dem Abi. So, da gab es natürlich zu Hause ein paar Debatten. Vor allem mit meinem Vater, Naturwissenschaftler. Der hat dann, genau, richtig. Der hat dann einfach gesagt, du, hast du gar keine Garantie. Spielst du jetzt ein Jahr, spielst du 2 Jahre, spielst du 5 Jahre, spielst du 10 Jahre oder länger, du kannst dich verletzen, dann ist vorbei, dann musst du auf jeden Fall einen Plan B haben. So, die Debatten hatten wir und ich habe mich dann wieder auf mein Bauchgefühl verlassen. Ich habe mir gesagt, ich mache jetzt mein Abi, Bundeswehr muss man noch machen damals, Sportfördergruppe, 6 Wochen, ging auch schon rum und war aber, wie gesagt, während dieser ganzen letzten Schuljahrzeit schon Berufsfußballer. Also habe praktisch mit einer Sondergenehmigung gespielt in der Bundesliga, kannst du dir vorstellen. Training, also Schule, Training, Spiel, am Freitag im Bus mit dem Lernbücher, Aufgaben. Das war schon in dem letzten Jahr. Und die anderen haben Karten gespielt. Haben Karten gespielt. War schon ganz schön tough. Aber ich habe mir gesagt, das ziehst du durch und Feierabend. War da konsequent. Da muss man auch sein. Und das Thema Bauchgefühl, das spielt bei dir eine große Rolle. Das habe ich jetzt schon mehrfach gehört von dir. Auf jeden Fall. Heißt also im Endeffekt, wenn wir das Thema Erfolg nehmen, dann spielt der Bauch auch eine große Rolle. Bei mir auf jeden Fall, definitiv. Also für wirtschaftliche Entscheidungen, aber auch für Entscheidungen für Vereine und vielleicht auch Investoren. Wirtschaftliche Entscheidungen, also ich habe auch, wie gesagt, in meinem Leben auch Fehler gemacht, auch bei Projekten, bei Investments. Aber ich habe im Großen und Ganzen vieles richtig gemacht und da ging die Sache immer gut. Und von daher, das Bauchgefühl wird mich wahrscheinlich mein Leben lang begleiten. Das ist gut. Unser Credo ist immer Sachwerte. Und der größte Sachwert, sage ich immer, sitzt zwischen den Ohren. Also da ist kein Knoten, der die Ohren festhält, damit sie nicht abfallen, sondern da ist Hirn. Und das heißt, man soll in den Kopf investieren, das heißt in seine Bildung. Hast du nach der Karriere in deinen Kopf, in deinen wertvollsten Asset noch investiert oder investierst du bis heute? Also ich will es mal so sagen, ich habe jetzt keine Hochschule besucht oder habe kein Fernstudium gemacht. Ich war einfach Unternehmer, learning by doing. Und du lernst natürlich, wenn du älter wirst. Am Anfang ist man natürlich viel risikobereiter, würde sagen sogar blauäugiger auch und habe dann aber auch daraus gelernt. Man kann ja mal auf die Schnauze fallen, musste wieder aufstehen und geht's weiter, aber nicht den gleichen Fehler nochmal machen. Also von daher in der späteren Zeit war es dann bei mir meistens so, weil ich relativ immobilienlastig bin, dass ich da immer für ein Händchen hatte. Gut, die Phase passte ja auch, ne? Die Wirtschaft florierte bis heute. Aber auch Entwicklung, Entwicklung von größeren Projekten, da hatte ich irgendwie ein Händchen und das hat auch immer funktioniert. Also das war dann anscheinend sowas, das hat zu mir gepasst. Also der Thomas Berthold nach der Karriere ist nicht nur jemand, der in den Medien ab und zu mal sein Statement zum Fußball abgibt, sondern im Grunde bist du Unternehmer, Projektentwickler. Auf jeden Fall, wir haben in Tübingen ein großes Projekt entwickelt, in Neckarbogen. Das war ein altes eine alte Industriebrage von Morgan Stanley. Also um mal ein Beispiel zu nennen. Da musst du ja mit der Stadt letztendlich was entwickeln, was gemeinsam entwickeln. Da brauchst du einen Markt auch dafür, einen Gewerbemarkt, einen Wohnmarkt. Also das waren immer so Dinge, die haben mich auch interessiert, Architektur, Ingenieurwesen.
Und das ging auch immer gut. Also das Thema Liegenschaften, Immobilien, Immobilienwirtschaft, das ging bei mir immer gut. Also das war wirklich immer sehr erfolgreich. Gut, das ist natürlich die Frage, wenn man heute beginnt, wird es ein bisschen schwieriger, weil die Preise so weggerannt sind. Ja, die Preise sind. Wie siehst du das gesellschaftlich, dass die Mittelschicht sich im Grunde oder die Mittelschicht sich keine Immobilien mehr leisten kann mit dem normalen Einkommen? Das wird ja schwierig. Also Durchschnittseinkommen 23.000 Euro netto als lediger Kinderloser, das ist ja ein bisschen schwierig davon. Ja, das Problem ist ja heute auch die Finanzierung von Immobilien. Ich kann mich an meinen Vater erinnern, der war Naturwissenschaftler und hat einen Arbeitsvertrag gehabt ohne Assets. Und da hat die Bank gesagt, bei seinem ersten Haus, das finanzieren wir ihn, 100%. Sie haben einen Beruf, sie machen einen guten Eindruck. Ja, heute, ich weiß nicht, wie heute, was du heute an Eigenkapital mitbringen musst, ja, das schwankt ja so ein bisschen. Aber die Bürokratie in den Banken, die hat ja auch enorm zugenommen. Da gibt es ja, keine Ahnung, 1000 Auflagen, kriegst ja da einen Fragenkatalog, den musst du erstmal abarbeiten und dann musst du einreichen, bis da mal irgendwann ein Kredit genehmigt wird. Das ist ja ein Marathonlauf mittlerweile. War früher alles ein bisschen einfacher. Bei den Fußballern gibt es ja auch viele, die nach der Karriere dann so ein bisschen tief gefallen sind, weil sie auch auf Steuersparmodelle reingefallen sind. Falsche Berater. Ja gut, es gab ja mal wann war das, glaube ich, Ende der 70er, Anfang der 80er, die sogenannten Bauherrenmodelle. Alles wurde praktisch verkauft, Steuersparmodell, aber... Sonderabschreibung. Sonderabschreibung, aber was vergessen wurde, kannst du nur was abschreiben, wenn du auch Mieteinnahmen hast. Hast du keine Mieteinnahmen, kannst du sie abschreiben, dann platzt die ganze Blase. Und es war auch teilweise so, das habe ich noch in Erinnerung, dass natürlich die Immobilien, die gebaut wurden, so mangelhaft waren. Aus welchen Gründen auch immer. Also da ging alles in die Substanz nicht. Die Substanz, ja, das war mangelhaft. Du musst ja einen Bauer abnehmen. Du musst ja, im Endeffekt gibt es ja immer ein Mängelgutachten dann, die Mängel müssen abgearbeitet werden. Aber bei den Fällen, die mir bekannt waren aus der Fußballerzeit, da haben einfach die Spieler blauäugig und haben einen Kaufvertrag unterschrieben, die haben nicht mal die Immobilie gesehen. Wahnsinn. Kaufvertrag unterschrieben, Geld ist geflossen und irgendwann, ja, fahren wir mal hin, ja, da stand immer der Rohbau. Wahnsinn. Also das war so blauäugig. Und das ist natürlich dann meistens sehr, sehr bitter ausgegangen, weil du musst ja die Bank bedienen, hast keine Einnahmen, hast dann noch den ganzen Bauprozess und im Fußball, der trainiert und spielt, hat gar keine Zeit, Bauleiter zu spielen. Das geht ja gar nicht. Ja, vor allem in den jungen Jahren, ne? Das ist ja auch schwierig. Richtig. Würdest du denn sagen, dass es eigentlich, war es für dich mal schon? Muss ich aber eins sagen, wenn ihr euch daran erinnert, nach der Wende, Wiedervereinigung, Abschreibung in den neuen Bundesländern, Supermärkte, da haben auch Unternehmer, Ärzte, Professoren, also alle haben da gekauft, weil im Endeffekt suggeriert wurde, Steuersparen. Das war das Verkaufsmodell, Steuersparen, Steuersparen und alle wollten Steuern sparen und haben gedacht, okay, wir kaufen jetzt in neuen Bundesländern, egal was es gibt auf dem Markt, wird schon irgendwie funktionieren. Die Fakten außer Acht gelassen. Ja, auch den Markt außer Acht gelassen, weil so viele Supermärkte konnten gar nicht funktionieren. Und wenn die Dinger dann eben leer stehen und du hast dann irgendwann keine Mieteinnahmen, weil der Betreiber zumacht, ja, dann geht das ganze, das Modell funktioniert nicht mehr. Das ganze Zahlenmodell bricht zusammen. Und das waren jetzt nicht nur Fußballer, also das war die ganze Schicht unserer Gesellschaft, die gemeint hat, jetzt in neuen Bundesländern machen wir einen großen Steuerschnapp. Da haben eben viele auch dann Pech gehabt. Der Schuss ging da hinten los, ja. Viele lassen sich ja auch von Beratern leiten. Ja, gut. Und wie war das bei dir? Ist das eine Chefsache gewesen? Also hast du dich immer selber gekümmert? Bei mir war mein Vater erstmal drum gekümmert. Der war auch dann, wie gesagt, neben seiner Funktion als Naturwissenschaftler auch später mal bei einer Bank, bei einer großen deutschen Bank. Und von daher war das mehr oder weniger so ein Family-Programm, was da bei uns lief. Ich hatte keinen Berater, hatte auch keinen Finanzberater. Aber du hattest schon mal ganz gute Prägung von Haus aus. Ja, alles konservativ gelaufen, ja, und Gott sei Dank. Aber du hast natürlich recht, heute Berater fangen dann natürlich auch an, bei den Summen, die heute bewegt werden, ist nochmal eine ganz andere Größenordnung, die werden dann auch Finanzberater. Weil dann irgendwie der eine Spezie noch, der macht dann irgendwie Finanzmodelle, Investmentmodelle. Und wenn das Spiel natürlich so blauäugig ist und seinem Berater glaubt, dass der Berater auch noch Finanzberater und sonstiger Lebensberater wird und ihm das Vertrauen oder so eine Art Blankoscheck ausstellt. Ja. Wir sind ein Freund von, mal aufpassen, von dezentralen Einheiten, also von Lösungen vor Ort. Mhm. Du hattest Tübingen erwähnt, deswegen kam ich darauf. Ja. Da gibt es ja den Boris Palmer, den Bürgermeister, der auch beherzt immer zugreift und auch eigene Wege geht, finde ich. Also bemerkenswert, dass er sich auch gegen den Hauptstrom der eigenen Partei wendet.
Wie würdest du das einschätzen? Ja, also ich kenne ihn ja. Habe ich mir Dadurch, gedacht. weil ich da ja zu tun habe und auch mit der Stadt manchmal zu tun habe, er ist ja der Einzige gewesen, der mal was Lebensverbesserndes angeboten hat. Deswegen musste ich so lachen, als dann Tübingen boomte, auch medial boomte, da alles rennt nach Tübingen, ja, die Zahlen sind stabil. Und dass Menschen aus Frankfurt, aus München, aus Stuttgart, gut, Stuttgart ist halt um die Ecke, aber eine große Anreise in Kauf genommen haben, um mal in Tübingen in ein Geschäft reinzugehen, um mal einen Kaffee zu trinken oder was zu essen. Da habe ich mir gedacht, mein Gott, was ist in diesem Land eigentlich los? Aber das Schlimme war ja auch dann, wie die Politik außerhalb Tübingens, beziehungsweise auch die Bundespolitik, mit Argusaugen nach Tübingen geschaut hat, als ob die jeden das so auf die Uhr geschaut hoffentlich scheitert. Dass hoffentlich die Zahlen, die Inzidenz steigt, die Zahlen steigen, damit dieses Projekt scheitert. Also du würdest sagen, und die Zahlen, das ist ja das nächste Thema, die Zahlen, die dann wieder medial verkauft wurden, betrafen den Landkreis Tübingen, nicht die Stadt Tübingen. Denn die Zahlen da waren nicht stabil in der Stadt Tübingen, weil mit den ganzen Maßnahmen, die ergriffen wurden, wurden die Zahlen stabil gehalten. Aber klar, im Landkreis, wenn sich da was entwickelt, da kannst du ja als Städter nichts dafür. Aber das wurde dann so verkauft, Landkreis Tübingen, alles explodiert, ja, in Verbindung zum Projekt, dass das natürlich eine Katastrophe wäre, dieses Projekt, das müsste man jetzt beenden und so weiter und so weiter. Dabei war das ein großer Erfolg. Das war ein großer Erfolg. Ja gut, der geht ja nicht nur da eigene Wege. Also du hast ja aber auch gemerkt, also ich glaube, das Bürgermeister vor Ort, das ist schon eine wichtige Funktion. Also ich persönlich glaube, wenn er mal parteilos ist, irgendwann mal, oder vielleicht auch sich woanders hin bewegt. Wenn es um die OB-Wahl geht in Tübingen, werden die Menschen ihn wählen, weil der was für die Menschen tut. Für die Personen tut. Also für die Menschen tut, weil, genau, es ist eine Personenwahl, weil er was für die Bevölkerung tut, die da lebt. Lebensverbessernde Maßnahmen. Darum geht es. Ich finde das auch mal gut. Das Thema emotionale Haftung ist immer so ein Begriff, den ich gut finde. Jemand in Berlin oder Brüssel, das ist abstrakt, wir sind abstrakt für die. Aber so ein Bürgermeister, der haftet halt. Ne? Deswegen ist es auch erfolgreicher, weil der möchte mit denen. Der steht auch dann da vorne, den kannst du auch dann greifen da. Da kannst du hinfahren ins Büro, machst einen Termin. So, die anderen da in Berlin, das ist doch alles virtuell. Die sitzen dann in ihrem Bunker drin. Ja, oder auch dieser komische Müller da in Berlin, der OB. Ja, also dem brauchen wir gar nicht viele Worte verlieren. Das ist doch nicht, lebensverbessernd, was da abläuft. Das ist eben lebensscheiternd, lebensverschlechternd. Also ich finde das auch interessant. Also normalerweise sollte es ja so sein, dass der Bürgermeister Dienstleister ist und sagt, lieber Thomas oder lieber Herr Berthold, was kann ich für Sie tun? Haben Sie Interesse noch an anderen Objekten? Was kann ich tun, damit Sie sich weiter bei uns engagieren? Hat das so stattgefunden? Oder so in der Art jetzt nicht? Naja gut, es gibt ja auch in jeder Größenstadt gibt es ja auch einen Baubürgermeister, der mehr oder weniger dann für diese spezifischen Themen zuständig ist. Entschuldigung, die Frage ist ja immer, ob man als Bittsteller dorthin kommt oder als jemand... Nee, als Bittsteller nicht, weil letztendlich, wenn du was entwickelst, bist du ja auch Investor. So, und da bist du ja kein Bittsteller. Ja, manchmal. Ich sehe mich dann erstmal als Partner einer Stadt, die dann Mehrwert bekommt. Kannst du mal hinfahren, kannst du mal anschauen, was da jetzt steht. Top. Also es gab einen großen Mehrwert für die Stadt Tübingen. Und jeder Bürger ist ja kein Bittsteller. Also jeder Bürger zahlt Steuern. Das heißt, diejenigen, die von uns bezahlt werden, die in den kommunalen Einrichtungen arbeiten, ja, die müssen sich doch als Dienstleister sehen. Absolut. Wenn ich eine Frage habe, gehe ich da hin und will ich die Frage beantwortet haben. Ich will keine Hotline, ich will diesen ganzen Käse nicht, dass ich da ewig warten muss. Ja. Ich möchte da hin, Termin machen und dann zeitnah eine Antwort bekommen. So, das ist so mein Bild von dem System, wie das funktionieren müsste. Du hast gesagt, also dass du auch Fehlentscheidungen getroffen hast in deinem Leben wirtschaftlich. Also ist ja im Grunde immer so die... Ja, aber die habe ich dann getragen. Weißt du, ich musste dann... Haften. Ich dafür haften. Also, richtig. Und dann tut es weh und dann trifft man eine andere Entscheidung. Dann zahlst du die Zeche selbst. Ja, ich habe dann keinen... Versuch und Irrtum. Genau. Auf der Suche nach der Wahrheit. Ja. Wenn du dafür verantwortlich bist, musst du selbst den Kopf hinhalten. Das ist das Problem bei abstrakten Themen. Wenn ein Politiker nicht haftet, dann trifft er auch Entscheidungen, die er einfach. Nicht... Ja, geht ganz einfach. Zum Abschluss, die Fußball-EM hat begonnen. Oh ja, gestern. Deutschland... Gut, ist eine schwere Gruppe. Ist vielleicht die schwerste Gruppe. Gestern wurden uns die Grenzen aufgezeigt. Es war ein verdienter 1-0-Sieg der Franzosen, aber das Schlüsselspiel kommt jetzt am Samstag. Am Samstag ist hopp oder top. Wenn du am Samstag nicht gewinnst. Ja, vor allem hat auch so ein bisschen. Also, es war dann könnte schon das Turnier zu Ende sein. Ganz gefälliges Spiel, so aus meiner Sicht. Aber die Umschaltmomente, die Tempowechsel, die Überraschungsmomente haben gefehlt. Kein Stürmer vorne. Ich schaue ja so ein Spiel ein bisschen anders als du. Für mich zählt immer im Endeffekt, wie viele Abschlüsse gab es aufs Tor, wie viele gefährliche Szenen gab es. Es gab eine gefährliche Szene, Flanke Gosens, Abschluss Gnabry, wo
wo der Ball so aufspringt, übers Tor geht. Das war eine sehr gute Torchance. Sonst habe ich nichts gesehen. Meinst du, die kommen weiter? Also ich denke mal, am Samstag haben wir auf jeden Fall eine Chance, die über 50% liegt, Portugal zu schlagen. Und dann hast du es in der eigenen Hand. Also wenn du Portugal schlägst, dann hast du Ungarn noch. Und das sollte man schon hinkriegen, dann, wenn du ins Viertelfinale willst, aus der eigenen Kraft Ungarn zu schlagen. Also das sollte schon darstellbar sein. Drücken wir die Daumen als Fußballnation. Herzlichen Dank an dich. Ja. Ja, lieben Dank an euch. Ein etwas anderer Gast hat sehr viel Spaß gemacht, wie ich finde. Teilt das Video, auch das Projekt, können wir vielleicht nochmal kurz besprechen. Ich schicke dir den Link dann. Wir haben einen Film gedreht in Rom, israelisch-italienisch-deutsche Produktion. Interessant. Um das alles, was hier uns so jetzt in den letzten 15, 16 Monaten beschäftigt hat. Und gibt es einen Trailer. Crowdfunding. Wird dann über euch verlinkt. Würde ich mich freuen. Klasse, machen wir. Alles klar. Damit ganz viele Zuschauer auch dann wirklich sich das anschauen. Weil dafür macht man ja sowas, damit die Menschen das sehen und sich da einfach mal selbst ein Bild machen, ja. Oder auch mal drüber nachdenken über das eine oder andere. Klasse. Herzlichen Dank an den engagierten Thomas Berthold. Herzlichen Dank an euch. Bleibt uns weiterhin treu. Folgt uns bei Twitter, _EQ. Abonniert den Kanal und teilt das Video mit euren Freunden. Bis zum nächsten Mal und tschüss.